Ja, ich habe mir, ehrlich gesagt, keine Worte irgendwie überlegt. Ich wollte nur einmal wirklich allen zum Ausdruck bringen, wie glücklich ich über die Zeit bin, die ich hier verbracht habe, wie schön sie war, wie unerwartet schön sie auch teilweise war. Also ich habe mir das 2008 nicht so schön ausgemalt, als ich hergekommen bin. Es war wirklich, man könnte fast sagen, perfekt. Dafür hätten wir vielleicht in den letzten 4 Jahren noch 1, 2 Finals gewinnen müssen, aber es war eine wunderschöne Zeit, die ich hier verbracht habe. Ich habe jetzt mich entschieden, nochmal was anderes zu machen, nochmal, ich weiß auch, dass da die Leute natürlich hier drin nicht glücklich drüber sind, zurück nach München zu gehen, aber das war halt für mich, hat nochmal gewisse Reize gehabt, die ich natürlich nicht alle im Einzelnen erklären möchte, aber ist klar, dass es nach Hause kommen. Hier, da sind ein paar Jungs, die habe ich jetzt 9 Jahre nicht so viel gesehen, die ich jetzt ein bisschen öfter wieder zu Gesicht kriege. Bin zum ersten Mal seit 9 Jahren mal wieder auf dem Geburtstag von meinem Bruder, solche Sachen, die natürlich dann echt schön sind. Naja, aber ich will gar nicht auf die Mitleidsschiene fahren. War einfach eine überragende Zeit hier, wirklich. Ich wünsche, dass der BVB die nächsten Jahre genauso erfolgreich bleibt. Die Chance ist ja groß, dass entweder ich oder ihr gewinnt. Das ist das Gute daran. Ich werde dem BVB auf jeden Fall immer die Daumen drücken. Ich werde den Jungs immer die Daumen drücken, weil es wirklich großartige Leute sind, Fußballer sowieso, aber auch tolle Typen in der Mannschaft, bei denen man sehr froh sein kann, dass sie hier noch viele Jahre sind. Und ich werde alles in bester Erinnerung behalten. Ich hoffe, es geht allen oder den meisten anderen auch so. Und ich weiß, dass wir uns wiedersehen, wahrscheinlich ein paar Mal öfter als Gegner, als Komplizen, wie es der Trainer dies ja immer genannt hat. Aber ja, auch darauf freue ich mich, auch wenn wahrscheinlich dann ein paar lauthals pfeifen werden, aber die Emotionen, die gehören ja dazu. Das habe ich jahrelang für mich mitgenommen. Da komme ich jetzt auch mit klar, wenn die dann ein bisschen gegen mich ausgerichtet sind. Auf jeden Fall, bevor ich noch stundenlang rede, Dankeschön für die wunderbare Zeit. Es war wirklich grandios.